Ja, moin Leute und herzlich willkommen zum IKM-Lauf Nummer 3. Und ihr seht es hier schon, das Qualifying für dieses Rennen ist ja, mit Ball um die Strecke. Also wirklich Rocket League in Real Life quasi. Wer Rocket League spielt, der weiß ganz genau, was für ein Spiel ich meine. Ja, logisch. Ja, hier seht ihr die anderen alle einmal laufen. Ja, Team Panzerbrecher und so. Ja, wir haben einiges aufzuholen. Ihr habt Rennen 2 gesehen. Das lief ja nicht ganz so gut. Was fährt jetzt? Du bist jetzt Nummer 6. 5. Bist du ready? Mal schauen. Du läufst ordentlich. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch intelligent. Wie wird das eigentlich ausgelost, wer von euch beiden die Quali fährt? Das darf man aussuchen. So sieht's aus. Und dass Spencer das jetzt schon tausendmal gemacht hat und immer ja, Erster oder Zweiter wurde, ja, ist ja klar, wer dann in Frage kommt, ne? Also nur Spencer. Ja, obwohl ich in meiner B-Liga-Saison damals, ja, ich glaube, Zweiter hinter Spencer wurde. Also auch nicht so verkehrt, aber wir haben das vorher einmal trainiert. Naja, ein paar Mal mehr und ja, Spencer war schon um einiges sicherer. Aber schauen wir uns mal an, wir haben einen relativ schnellen Ball bekommen, da musste man sich erstmal dran gewöhnen. Ja, und zu schnell. Ihr habt es gerade gehört. nach Rennen Nummer 2, wer es noch nicht gesehen hat, unbedingt noch nachholen. Dass ihr einmal wisst, wovon ich hier immer spreche. Ja, Spencer kurz vorm Ausrasten wieder, weil es nicht so geklappt hat. Weil im Training lief es halt. Ja, aber Rennen ist halt kein Trainingstag, ne? Ja, und habe ich direkt gesagt zu Spencer, bleib ruhig, bleib cool, ja, konzentrier dich. Und das hat er dann auch gemacht. Und das Coole an diesem Ball ist, man kann halt wirklich sehr, sehr schnell rumfahren. Hatten sonst immer so einen, ich sag mal, ganz leichten Gummiball. Und der springt halt irgendwann. Und da ist halt auch immer die Gefahr, dass du mit dem Car drüber fährst, ne? Hast du hiermit nicht? Also, ja doch auch. Ich weiß gar nicht, irgendeiner ist da komplett drüber gebrettert. Aber ich glaube, das war in der B-Liga. So, und Spencer hat jetzt hier keinen Fehler mehr gemacht. Also, sieht sehr, sehr gut aus, kann ich euch sagen. Und wir werden gleich sehen, ja, wo wir auch im Qualifying gelandet sind. Ja, wir haben einiges an Punkte aufzuholen. Spencer nicht zufrieden, weil er hat eine bestimmte Zeit nicht geknackt. Sehr, sehr knapp. Ich glaube, das war eine Sekunde, wenn überhaupt. Ja, langsamer als der Pole-Setter. Da wisst ihr schon mal, dass wir nicht Erster sind. Aber Letzter mit der Leistung auf gar keinen Fall. Oh, hier auch Favoriten fürs Qualifying jedes Mal. Aber den Ausgang sehen wir jetzt hier in der Startreihenfolge. Und zwar haben wir auf Platz 1, Überraschung, Panzerbrecher. Ja, wir auf 2, Semislick hat es nur, in Anführungsstrichen, auf 3 geschafft. Ruxreisen, Hardycom auf der 4, die Rostocker Flitzis auf der 5. Uneinig 6, Gebrechlichkeitsliga nur die 7. Auch Jens, sein Team mit Drive to Survive nur auf 8. Rupi Racing 9. und das Kart ist schuld 10. Das sind so direkte Gegner von uns, das Kart ist schuld. Aber ist natürlich angenehm, wenn die erstmal relativ weit hinten stehen. Sehr voll, ne? Danke. Mal schauen. Kann sein, dass die Kiste dann heute wieder kaputt ist. Wechsel uns einfach ab. Einfach mal gar keiner, wenn der was kaputt macht. Das wär geil. Pass auf, folgender Deal. Ich fahr voran, du blockierst alle anderen. Deal? Nein. Das mit dem Voranfahren? Nein. Oh Mann, André, mach aber nichts Unüberlegtes, sag ich dir. Mach einfach frischer. Kannst du ruhig machen, ja. Damit wäre ich auch noch. Du fahrst die erste Runde rein, ne? Hä? Du fahrst die erste Runde rein, ne? Was ist das? Bock rein, bei dir. Nein. Hätten wir gemacht, wenn wir hinten gewesen wären, aber jetzt nur vorne sind. So, den Startfahrer. Auch für euch brauche ich eigentlich dem Rahmen nichts erklären, aber die letzten Rennen haben mir gezeigt, wahrscheinlich wohl so. Thema erste Kurve ist hier.
Wenn keine Fragen sind, dann beginnen wir das Rennen mit einem kräftigen Sport. Frei! Das ist so lustig. Alter, bitte mach da nichts Dummes. Du wiegst mehr, bitte vergess das nicht. Egal. Hör auf, die Scheiße, ne? Der kämpft, was ist das hier? Mann, 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 das geht ja schon gut los hier. Wenn er läuft, bleibt er. Naja, Spencer, ein bisschen nervös. Aber ist ja bei jedem Rennstart so. Ja, André und Jens kommen da gerade nicht vom Fleck. Oh, apropos, Jens, den haben wir hier auch noch im Video zu sehen. Der hat auch eine Kamera auf dem Kopf. Nicht ganz so viel wie bei uns zu sehen, allerdings das, was bei ihm zu sehen ist, ist ja, auch ganz cool. So, Einführungsrunde, ihr kennt das Spielchen. Also Einführungsrunden haben wir eigentlich immer, aber die zeige ich euch natürlich nicht, weil sie langweilig sind. Falls jetzt der eine oder andere fragt, wieso nicht? Ja. Streckenposten, guck nochmal, ob die Transponder alle dran sind. Hatten das nämlich im Rennen davor, dass mal einer verloren gegangen ist. Das ist natürlich uncool. Das darf nicht passieren. Ja, wird doppelt gemoppelt. Nochmal geguckt. Ja, und jetzt haben wir Jens mal mit am Start. Ja, Jens leider nur Startplatz Nummer 8. Aber, und dann kommt ja noch dazu, dass die mit Zusatzgewichten, also mit Strafgewichten fahren müssen, weil sie im Rennen davor halt sehr gut waren. Ja, ich versuche die Lampe anzumachen, manchmal klappt's. Indem man einfach dagegen haut, ist natürlich auch nicht so gut, aber manchmal funktioniert es. So, jetzt schauen wir uns den Start einmal an. Zuerst bei Spencer und dann einmal bei Jens. So, wir von P2, das ist natürlich mal richtig cool. Erst vierter, dann dritter, dann zweiter Startplatz. Dann müsst ihr aber in Rennen 4, wo wir da mal landen. Also hoffe ich natürlich, ist noch nicht passiert. So, und direkt macht Spencer Druck auf André. André, auch mit richtig viel Gewicht. Ich glaube, die sind mit 95 Kilo unterwegs oder sowas. Oder zumindest mindestens 92,5. Und daher lässt André uns vorbei. Wir nämlich nur mit 80 Kilo unterwegs. Bevor Spencer ihn da irgendwie wegrammt, hat sich André gedacht, lass ich mal lieber vorbei. Vielleicht käme ich auch hinten ran. So, hier bam. Nochmal ein kleiner Kontakt. Und hier will Jens innen vorbei, hält auch dagegen und bleibt im Reifenstapel. Hat dann aber Glück, dass Team das Kartenschul hinten drauf pfeffert. Die übrigens mit einem Ersatzfahrer unterwegs. Ich glaube, Minimi war das. Ist für Vincent gefahren. Apropos Ersatzfahrer, da habe ich auch noch was, was mir so auf der Seele brennt. Weil bei dem Team Hardycom bei Rucksreisen konnte auch jemand nicht. Da ist Svenny gefahren, Ben ist, war aber allerdings leider nicht da. Und dafür ist Seppel eingesprungen. Seppel habt ihr letzte Woche schon gesehen, bei Drive to Survive gefahren. So, allerdings ist jetzt nun, man muss ehrlich sein, ist auch nicht böse gemeint. Ja, während die anderen sich hier alle fast wegmüllen. Nicht böse gemeint, aber Ersatzfahrer heißt auch für mich Ersatzfahrer, was so viel heißt wie ist schon irgendwie auf gleichem Niveau halt, sag ich mal, fahren, ne? So, und ja, ich sag mal so, das Team Hardycom bei Rucksreisen kämpft eher so in der Saison gegen Ruby Racing. Das sind die mit den Karten Nummer 10, also zwei vor Jens. Ja, und ich sag mal so, die fahren immer so weiter hinten. Die kämpfen normalerweise nicht um Sieg. So. Und Seppel ist ein Weltmeister. So, ja. Und da könnt ihr euch jetzt vorstellen, ist halt erstmal für Ruby Racing, finde ich, super, super unfair. Weil sollte Hardycom bei Rucks Reisen jetzt da irgendwie weiter nach vorne kommen, ja, fast gedreht, instabil. Und das kostet natürlich immer alles wertvolle Zeit, ne? Aber sollte Hardycom weiter nach vorne kommen, ist das natürlich eine kleine Vorentscheidung schon in der ganzen Saison ja, zwischen Ruby Racing und Hardycom natürlich, ne? Ja, aber komme ich nachher nochmal zu, wenn ich es nicht vergesse. So, Jens, einmal taktischen Stopp schon, falls das nochmal passiert. Ja gut, eine Runde früher, aber wäre besser gewesen, aber man weiß ja, wie es ist, ne?
kommt in der Region bei Seppel raus, allerdings Seppel schon zwei Stops hinter sich, also ein Fahrerwechsel und einmal einen taktischen. Und ja, Spencer auf P1, sieht erstmal richtig, richtig gut aus und ja, hielt aber auch nicht lange, weil Nadel kam die ganze Zeit schon von hinten, die war mal einen Ticken schneller und einige sind halt auch vorzeitig schon in die Stops gegangen, so deswegen wusste man jetzt nicht so genau, wo liegen wir eigentlich wirklich, aber wir haben erstmal versucht, vorne wegzufahren, jetzt zusammen mit Nadel natürlich, ja, und irgendwie von dem Hauptfeld wegzukommen, weil wir haben einiges an Punkte gut zu machen wieder und reinzuholen. Oh, und jetzt denkt er sich, yeah, guck dir die Beschleunigung an von Nadel, was ist das denn? Ja, aber muss man auch mitleben. Ich sag mal, die Zeiten waren nur ein Zehntel Unterschied und was willst du da meckern? Aber ja klar, wenn du dann hier das siehst, ist er natürlich erstmal so, will ich auch haben. Ja, das ist eine Überrundung schon. Allerdings war Ropi Racing auch schon ja, ein, zwei Mal in der Box. Und dann bist du natürlich schneller da beim Überrunden, ist klar. Ihr wisst, wie eng die A-Liga zusammenliegt, zeitentechnisch. Und auf einmal hier sind sie wieder da. Ja, Cut-Effekt. Was genau da passiert ist, weiß ich gar nicht. Aber er tuckert nur noch so gerade so in die Box. Und das ist natürlich ärgerlich. Ja, Spencer ärgert sich, weil er hat jetzt hier 4, 5 Zehntel verloren, weil die vor der Nase gefahren sind. Aber mein Gott, kein Weltuntergang. Für Spencer schon, kennt das. Aber ich wäre wahrscheinlich auch so. Ihr kennt das, Rennfahrer, der ist so unter Strom, immer unter Konzentration. Und wenn da mal irgendwas ist, was dich aus dem Tunnel bringt, so wie das hier, dann denkst du dir auch immer so, oh, wie ärgerlich. Aber bei Jan ist jetzt gar nicht so schlimm, weil der fährt dann doch schon mal gerne wieder weg. Wie man hier sieht. Aber gut, so richtig weg kommt er nicht. Allerdings geht er in eine Box und tut uns den Gefallen, ja. Spencer schüttelt schon wieder den Kopf. Der Voll! Ein schwedischer Schmettern, Junge! Ja. Feuerball, Junge! Ja. Immer ein kleines Späßchen auf Lager mit Ralle. Oh, Ralle übrigens in dem Team von Jens, wer nicht aufgepasst hat. Oh, Jens kommt da zum Karttausch. Dann hören wir mal kurz rein. Wechseln! Wechseln gleich! Ja. Ansonsten sind wir im Mittelfeld, aber es wird sich nochmal durchpushen. Ja. Ja, falls euch schon mal auffällt, in welcher Region jetzt Jens durch die Gegend fährt, und die letzten zwei Rennen waren ja überragend von Drive to Survive, aber hast du Strafkilos? Bist du nun mal, ja, 2 Zehntel langsamer, 2 bis 3 Zehntel langsamer, und das macht bei der Dichte in dem ganzen Fahrerfeld hier halt richtig viel aus, ne? So, Spencer zeigt an, jo, ihr habt ja gerade gesehen, er kam in Region bei Jens raus, wie das passieren konnte, sehen wir hier, das ist jetzt nämlich eine Runde vorher. Ja, Nadel war richtig intelligent, hat gesehen, dass wir jetzt den Kartausch machen sollen. Da gibt es ja einen Monitor auf der Strecke und dann hat sie sich gesagt, ich mache jetzt meinen taktischen Stop und dann halte ich da mit Spencer auf, weil der muss ja eigentlich in die Box rein zum Karttausch. Und wenn du es nicht machst, riskierst du halt eine schwarze Flagge. War super intelligent von Nadel. Zum Glück blieb die Strafe aus. Was hast du gestoppt? Was war denn für Glück? Ja, ich glaube, sie hat den ja auch mit Absicht reingelegt. Das war mit Absicht. Wenn sie jetzt das provozieren, dass du deswegen schwarz bekommen, wäre scheiße. Aber von ihr wär's genial. Oh mein Gott. Eine Runde oder was? Ja, wir wussten zu dem Zeitpunkt nicht so genau, was können wir in diesem Rennen erreichen. Das ging hin und her mit den Zeiten. Es wurde auch immer wärmer an dem Tag und damit auch die Zeiten immer ein bisschen langsamer. Aber das galt ja für jedes Team. Ich glaube, er hat mich gar nicht verstanden. Aber egal.
Ja, jetzt sind wir erstmal wieder auf 1. Sieht richtig, richtig geil aus. Allerdings haben die anderen halt alle schon einen Stopp mehr. Und das war dann immer so diese Schwierigkeit, das einzuschätzen. So, jetzt nehme ich nur noch 2. Seppel an uns vorbeigebreddert. Ich hüpfe rein. Das muss ich echt unbedingt üben. Also eine halbe Sekunde verliere ich da bestimmt jedes Mal. So, jetzt drehe ich hier meine Runden. So, und da vorne kommt Svenny. So, wenn ich den jetzt einhole, das liegt ja nun mal in Führung. Allerdings, wie gesagt, die haben einen Stop sogar mehr. Die haben alles schon durch an Stops. Und ja, das ist blöd. Das heißt, ich muss quasi vorbei und dann noch einen Vorsprung rausfahren. So, jetzt geht's aber zum nächsten Karthaus schon. Das ist richtig cool gewesen zu dem Zeitpunkt, als ich da gefahren bin. Dachte ich mir so, geil. Ich habe die ganze Zeit aufgeholt. Mich da jetzt vorbeikämpfen, gar keinen Bock. Kostet ja Zeit. Und ja, er löst sich ja von alleine das Problem, indem er reingeht zum Kartausch. Richtig gut. So, nach vorne kommt der nächste in Form von Snoopy. Wie gesagt, die sind mit Strafkilos unterwegs, deswegen ging es bei denen nicht ganz so fix wie sonst. Das wird sich... ja, wohl das nächste Rennen wieder anders gestalten bei denen. Weil das ist jetzt hier eine Überrundung und wisst ihr Bescheid, dass sie da nicht ganz vorne gerade mitfahren. Aber auch die gehen jetzt rein zum Kartausch. Und bei uns lief es eigentlich ganz solide, muss ich sagen. Also es gab keine großen Zwischenfälle, seht ihr auch selber. Ja, ich drehte hier einfach meine Kreise. Es sah auch weitestgehend sehr, sehr gut aus. Jetzt kommen wir rein. Unser Karttausch. Ja, und dann hoffen, dass das natürlich ein Kart ist, mit dem ich gut klarkomme. Und dann ist sogar mit ein bisschen Glück sogar das Podium drin. Und das können wir echt, echt, echt gut gebrauchen, muss ich sagen. Also Spencer meinte gerade, dass André damit mit 95 Kilo eine 37,4 gefahren ist, was sehr schnell war an dem Tag. Sind wir nämlich auch gefahren mit 15 Kilo weniger. Also war schon eine richtig starke Zeit. Und jetzt loop ich erstmal wieder vor der Nase, dachte ich, aber jetzt fährt er mir plötzlich weg. Und ich dachte mir, hä? Ja. War nämlich ein Kart, mit dem kam ich überhaupt nicht klar, weil die Bremse extrem spät kam. Und da musste ich mich immer wieder umstellen, weil das Kart davor hatte eine richtig starke Bremse. Und da habe ich immer ewig gebraucht, bis du da die Bremspunkte drin hast. Und dann war das auf der Hinterachse auch ein bisschen schwammig. Ich so, oh ja, es tut mir leid. Noch sind wir vorne, aber die anderen holen auf. Und ich sag mal so, wenn die mit 95 Kilo jetzt in Form von Panzerbrecher vor uns da uns allmählich wegfahren, dann wisst ihr Bescheid. Also ich bin nur noch 37,6er Zeiten gefahren, ab und zu auch mal eine 4, ab und zu auch mal eine 5. Ja, aber im Schnitt war es vielleicht nur eine 5 und das ist halt 1,5 Zehntel langsamer, als was wir vorher hatten. Und das macht dann auch schon wieder was aus in dem Feld. So, ich gehe jetzt zum Taktischen rein, weil von hinten kamen die anderen angeflogen, deswegen wir jetzt nur noch auf P3. Ja, ich ärgere mich, weil ich wollte wirklich jeden Millimeter nutzen, alles rauskratzen aus dem Kart, was ich hinkriege. Und bin dann halt hängen geblieben. So, jetzt hier wieder Panzerbrecher vor der Nase. Diesmal André. Aber was immer gut ist, das habe ich euch im letzten Video schon gesagt, also im Gig-Video, wenn ich jemanden vor mir habe, kann ich mich da richtig gut ransaugen jedes Mal. So, André guckt jetzt hier immer schon und ich kenne ja André.
Der ist da wie ich, wenn jemand von hinten kommt, dann wird der auch nervös und wird tendenziell ein bisschen langsamer. So, aber ich konnte mich ranziehen. Er wird langsamer, dann wisst ihr Bescheid, was gleich kommt. Er winkt mich nämlich vorbei. Ja, was schade ist, weil danach bin ich wieder ein Zehntel langsamer gefahren. Richtig blöd. Ja, das Coolste wäre gewesen, wenn André die Zeiten hätte halten können, aber so ist es nun mal. So, Spencer macht sich wieder fertig. Geht dann gleich rein. Ja, hier stand ich nicht ganz. Richtig ärgerlich. Und ich habe mich richtig geärgert darüber, weil das kostet halt immer, ne? Und wirklich, ich ärgere mich bei der EKM mittlerweile um eine halbe Sekunde. Ja, aber mal schauen, wo wir sind. Ihr habt es gesehen, nur noch P5. Ja, mal schauen, wo wir landen, so würde ich sagen. Und Jens muss auch noch mal stoppen. Auch immer elegant, wie wie Ralle da rausjumpt. Oh, aber ihr seht es, die Runden laufen uns weg und auch Spencer hat tatsächlich das nicht auf die Strecke gekriegt mit dem Kart. Ist anfangs auch nur eine 37,6 gefahren. Ja, meine Hoffnung ist ja immer, er ist ja normalerweise ein Zehntel schneller als ich. Ein Zehntel bis anderthalb Zehntel schneller als ich pro Runde. Mit dem Kart aber so überhaupt gar nicht. Ja, da waren wir gleich schnell mit und ja, dadurch sind wir natürlich nicht weiter mehr nach vorne gekommen. Ich habe die Lücke gesehen nach vorne. Ja, schade. Aber so ist das. Ja. Aber Spencer wird gerade schneller mit dem Kart. Aber man muss sich mit dem Ding antasten. Mit das Fett. Ist auch unfassbar, oder? Ja. Das ist unfassbar. Damit sind wir vor. Aber Spencer kommt langsam in Fahrt. Das Ding kann eine 2 fahren, wenn man alles trifft. Ja, genau das ist es, wenn man alles trifft. Aber das war mit dem Kart, boah, sehr schwer. Und ja, wir sind halt kein Seppel. Ihr habt es gerade gehört, Hardycom auf Platz 1. Ja, ja, ich sag mal so, wenn die normalerweise so 8er oder 9er werden, jetzt aber Erster werden, damit machen die 8 oder 9 Punkte mehr als sonst. Ja, 8 Punkte, glaube ich, sind's. Ist gegen Ropi Racing schon ein richtig krasser Nackenschlag, muss man sagen. Ne? Ja, müsste man vielleicht mal, ich weiß es nicht, Regelwerk vielleicht für nächste Saison mal überdenken, dass man wirklich jemanden in seiner Stärke dann sucht, ne? So, bei Drive to Survive mag das vielleicht was anderes sein. Aber gut, ein Seppel ist nun mal ein Seppel und der ist sehr, 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 sehr extrem stark. Sonst wird man ja auch nicht vierfacher polnischer Meister oder irgendwer irgendwie Weltmeister mal zwischendurch, sondern so ist es ja nun mal. Also habt gesehen, wir 5. geworden. Jens ist 7. geworden mit Drive to Survive. Und alles andere gucken wir uns gleich nochmal in Ruhe an. Ja, Spencer nicht so ganz zufrieden. Rucksreisen aber umso mehr. Platz 7. Drive to Survive. Platz 5. Pinky and the Brain. Platz 3. Sebi's. Und jetzt wieder nach Hause oder was? Ich bin spannender für die Saison. 10 Stunden habe ich noch, um 10 Stunden zu fahren. Fährst du heute noch nach Hause? Ich bin da was. Auf Platz 2. Kann man ja gar nicht klatschen hören. Aber gut. Ja. Der Älteste kommt, da geht jetzt noch.
Ohne Mist gönne ich Svenny, aber irgendwie auch. Platz 1, Hardcore Barocksline. Wenn er sieht zu, dass ein Foto trifft, das kommt nicht oft vor. Also versteht mich nicht falsch, ne? Ich gönne Svenny das sehr und ich gönne das auch Seppel. Und ich mag auch beide sehr. Mir geht's halt nur um diese Gesamtsituation. Ihr wisst ganz genau, was ich meine, ne? So, gucken wir uns nochmal an. Also Hardycom gewinnt das Ding. Uneinig wird Zweiter in Semi-Slick Racing, in Anführungsstrichen nur Dritter. Ja, Gebrechlichkeitsliga auf 4. Wir sind Fünfter geworden. Rostocker Flitz ist auf 6. Ja, Hauptgegner, das Kart ist schuld, auf 8. Und auch Panzerbrecher nur auf 9. Ja. Von daher ging es für uns mit Platz 5, müssen jetzt trotzdem in Rennen 4 jetzt mal ordentlich abliefern. Also muss schon ein Treppchen kommen. Ja, punktetechnisch macht das wie folgt aus. Also alles, was in Rot ist, sind die Pole-Punkte, die geholt wurden. Panzerbrecher hat den ja dieses Rennen geholt, deswegen 2 Punkte und nicht nur ein. Ja, und ihr seht es, wir sind nur auf Platz 7, haben 12 Punkte. Ja, ist aber noch alles drin. Das waren jetzt erst 3 Rennen. Rennen 5 und 10 gibt sogar 1,5 mal so viele Punkte wie sonst, weil es ein 3-Stunden-Rennen jedes Mal ist. Also ist noch alles drin. Nächstes Qualifying auch übrigens genau 60 Sekunden eine Runde treffen. Ja, wer nicht weiß oder sich da nichts drunter vorstellen kann, der muss sich natürlich auf das Video vorbereiten, wollte ich gerade sagen, auf das Video warten. Da wird das dann jeder einmal sehen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video wie immer gefallen. Wenn ja, lasst natürlich wie immer ein Like da. Und wer immer noch nicht abonniert hat, der holt das bitte nach. Und dann verpasst er natürlich auch die nächsten IKM-Rennen nicht. Mein Gott, so viel Versprecher heute. Oh mein Gott. Aber es ist auch schon spät hier bei mir gerade. Ja, wenn ihr es jetzt guckt, natürlich sehr früh. Aber daher die Versprecher. Tut mir also leid. Wir sehen uns nächste Woche wieder zum nächsten Video. Haut rein. Bis dahin. Ciao.